Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir wollen ja ein wenig gemeinsam Fallout spielen, sind auch schon mittendrin. Wir irren immer noch durch das Ödland. Haben uns gerade mit einer ganzen Menge Raider angelegt. Und jetzt gucken wir mal, wo es heute hingeht. Ich wünsche viel Spaß beim Video und ich würde sagen, auf ins Abenteuer. Ich kann nicht lesen. 35 plus Skill. Was denn 35 plus? Lesen oder gibt's einen Leseskill? Nee. So, Scotch. Muss ich denn hin? Da unter die Erde? Komm hier irgendwo rein? Nee. Komm da irgendwo rein? War das? The lack of water is affecting me. Ich habe zu viel gegessen. Okay. Ach, da unten geht's rein in die Metro. Sehr schön. Ach so, die Metro ist kaputt. Dann geht's doch nicht in die Metro. Da vielleicht? Diese Tür hier? Das könnte natürlich sein. Also das mit dem Essen muss ich aber runterdrehen. Da muss ich nochmal eine Einstellung spielen, weil das ist ein bisschen übertrieben. Coole. Okay. Komm mit mir, Bro. Der gute Ripper. 79 Schaden. Oh, eine U-Bahn. Was hat die U-Bahn da zu suchen? Klammer. Die Frage darunter? Fluppen ohne Ende. Whisky, Handgranate.
Jetzt habe ich schon wieder Deadly Red Poison, das gibt's doch nicht. Scheiße. Wieso plus 1? Ich habe doch gerade minus 1 gedingst, oder nicht? Sehr gut. Also immer Wodka trinken, wenn ihr nach Tschernobyl fahrt. Immer Wodka trinken. Immer Wodka trinken. Literweise Wodka. Ja. Dringend gleich den Projektilwaffenskill. Nächsten Level, den ich mache, der leichte Waffenskill erhöht. Das ist eine Katastrophe. War das jetzt der letzte? Ich weiß es nicht. Ansonsten gehe ich sicherheitshalber mit der. Combat Shotgun rein. So. Ein bisschen Party hier, wa? Junge, Junge, ich speichere mal lieber. Mal gucken, welche ist denn besser, die chinesische oder die normale Assault Rifle? Die macht 146. Die normale macht 118. Dann bleiben wir bei der chinesischen. Muni müsste die gleiche sein. Ne, ich brauche keine Feuerhausnozzle. Ihr geht mal vor, Mädels. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ist okay. Macht ihr das mal. Ich finde es faszinierend, dass hier überall Atommüll rumliegt. Also, da liegen wieder irgendwelche Atomfässer. Kann man schon mal machen.
Also ich meine, ich vermute mal, das spielt ja in Amerika, ich vermute mal, in Amerika ist das wirklich so. Wenn man seinen Atommüll nicht mehr braucht, dann gräbt man ihn einfach im Garten ein. Ich vermute, das macht man so. Dabei schreit man einen lauten America. Ich glaube, so wird das passieren. Ja. Negligé, ja, natürlich, ich brauche ein Negligé, auf jeden Fall. We'll be there. Ja, dann seid mal there. Nee, von hier sind wir gekommen. Was habe ich denn für Effekte gerade noch? Status, Effekte. Alkohol, ich bin betrunken. Ich bin ein bisschen durstig. Ich bin vollgefressen und ich habe Critical Red Poison. Ich könnte mir jetzt natürlich mal eben, weil ich sowieso gerade, dann haue ich mir mal eben ein Red Away rein. Ich bin ja eh süchtig nach dem Zeug. Lewis Mark II Machine Gun. Die muss ich mir jetzt mal eben kurz angucken. Eine Lewis Gun. Ich mag es. Ist ja geil. Ratatatatatat. So muss das klingen. So und nicht anders. Dass das Ding schön schwer ist, ich glaube. So schön das Teil ist, aber es macht keinen Sinn, das mitzuschluren. Es ist schlichtweg zu schwer. Außenposten der Ausgestoßenen, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Es könnte mal einer was geben. Ja, sie hätten Sie was schon. dagegen, mir zu erklären, was Sie hier tun? Wie zum Teufel ist es Ihnen gelungen? Oh, ich verstehe. Sie haben einen dieser Computer. Er weiß gar nicht, wovon er redet eigentlich. Nur nicht so hastig. Ich glaube aber, dass Sie mit. Doch, Protector McGray, der Name sagt mir schon wieder was. Das kommt mir dann doch wieder bekannt vor. Hallo! Meine Waffe bleibt im Holzer. Ja, du mich auch. Ausgestoßene aus der Bruderschaft. Ey, das sagt mir jetzt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Nein, das ist ja auch schon 10 Jahre her. Okay. Ja, ich sollte mir vielleicht mal einen Arzt suchen und sollte was gegen meine. Hätte ja klappen können. Sollte was gegen meine Red-Away-Abhängigkeit tun. Kommen Sie,
Ich zeige Ihnen den Kommandoraum. Und hier haben wir wieder eines der typischen Probleme solcher Spiele. Er ist zu langsam für mich. Ja. Was rennt er? Er geht in Zeitlupe. Wie sich seine Füße bewegen. Nein, wir lassen das mal. Sie wurden also von Morrill. Ich will mal ganz offen. Aber dieser Computer, Daniel. Ja. Sehen wir etwa aus wie Kannibalen? Ein bisschen. Es geht um diesen Computer in Ihrem. Entschuldigen Sie die Schroffheit meiner Männer, aber wie Sie sehen, ja. Die Basis enthält wertvolle Geräte. Okay. Geräte, aber wir kommen nicht. Muss ich aufmachen. Sind sicher, dass jeder, der die VR-Simulation der Anlage schafft, okay. Sie müssen in den Simulator und das Programm absolvieren. Okay. Nein, das wird es nicht. Das ist deswegen kenne ich das. Alles klar. Das ist die die Alaska. Ich habe meinen Teil gesagt. Wenn Sie uns helfen wollen, folgen Sie Sibley zum Simulationsort. Odin wird helfen, Sie einzustöpseln. Kann ich das denn jetzt direkt starten? Ich muss eigentlich erst zum Sunny hin, Das lassen wir mal lieber, das könnten die nicht ganz so witzig finden. Sie wollen helfen? Was? Hören Sie, Sie sind nur hier, weil McGraw. Naja, eigentlich brauchen wir sie. Die Simulation sucht nach einer externen Schnittstelle. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber umgehen lässt. Ihr Pip-Boy eignet sich als Schnittstelle. Und da Sie den Pip-Boy tragen. Okay, ja. Ja, dann. Sie setzen sich erst dann in dieses Ding, wenn Sie den Anzug dafür tragen. Ich lasse mir doch nicht von Ihnen die Schaltkreise durchbrennen. So. Sexy! So. Auf nach Anchorage! Würde ich sagen, machen wir erst das Add-on. Lass mal ein bisschen Bewegung reinkriegen. Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Diesmal etwas kürzer, werden wohl nur so 18, 19, 20 Minuten werden. Jetzt gehen wir nämlich nach Alaska, Operation Anchorage. Und das, sonst hätte ich da mitten in der Hauptstory schneiden müssen. Das wäre auch doof. Deswegen heute etwas kürzer, dafür die nächsten wahrscheinlich ein bisschen länger, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie sich das schneiden lässt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne wieder rein. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu, ich streame auch andere Dinge. Ist unten in der Beschreibung verlinkt, mein Twitch-Kanal. In diesem Sinne würde ich sagen, noch einen schönen Tag. Schaut wieder rein und wir sehen uns in Alaska.